Und dann der nächste Punkt war, kleine Drohnen unter 250 Gramm Fluggewicht können ohne Einschränkungen betrieben werden, außer sie sind mit einer Kamera ausgerüstet. Und dazu kamen eigentlich am meisten Fragen, denn das betrifft natürlich FPV. Ist dann jede Drohne eingeschlossen? Denn logisch, ich habe da ganz kleine Drohnen, die dann auch unter diese Regulierung fallen. Und die Fragen da waren, was ist mit einer Drohne unter 250 Gramm mit Kamera eigentlich gemeint? Also muss die aufzeichnen können? Reicht das FPV-Bild zum Beispiel? Also der Hintergrund ist ja eigentlich, dass das Reglementarium eigentlich vorsieht, dass sobald eigentlich ein Sensor zur Erfassung personenbezogener Daten im Gerät verbaut ist, dass dann eben eine Registrierung stattfinden muss, oder? Und das ist halt natürlich also datenschutzmäßige Gründe. Und die Frage natürlich, FPV ist ja eigentlich nicht ist die Kamera nicht zum Filmen da, aber es ist natürlich noch schwierig, es ist natürlich möglich, das aufzunehmen, und ich gehe auch hier davon aus, dass da auch FPV-Drohnen, weil technisch ist das fast bei jeder Drohne dann eigentlich relativ einfach möglich. Das Und da wird man das kann eigentlich keine durchaus. Ausnahme machen oder auch nicht machen können, weil das eben technisch möglich ist und halt hier eine Registrierung stattfinden muss. Eben man hat hier einen Link gemacht zum Personenschutz, Datenschutz. Und darum ist jede Kameradrohne unter 52 Okay, Gramm zu also sehen. wenn ich mein Handy Videoaufnahme einschalte und dann durch die Luft werfe, dann muss ich das registrieren. Ja, wenn man es fernsteuern kann, oder? Ja, das ist Nein, wiederum es steht größer als das kleine Ding da. ein Argument. Das ist jetzt halt hier so geregelt worden. Jetzt kann man natürlich eben, wie du argumentierst, sagen, ja, das passt so nicht so ganz. Im Handy könnte man das auch machen. Man hat natürlich auch allgemeine Regeln zum Datenschutz, die verbieten, dass man eben das Handy dann einsetzt, um Aber die. personenbezogene Daten zu erfassen. Der Schutz ist dort schon auch gewährleistet. Man hat jetzt einfach hier explizit noch auch bei kleinen Drohnen, oder, dass Ja. man die ganz weglässt, hat man natürlich gesagt, wenn sie filmen können und Aufnahmen machen können, muss diese Registrierung da sein, oder? Ja, das ist im Endeffekt eine politische Entscheidung. Ja, also denn Ja. ich denke, das ist die, die uns die allen Beteiligten am Schluss am meisten Bauchweh verursachen wird. Denn ich hoffe, dass jeder die kleinen Drohnen registrieren wird, denn bei mir sind es fast 10 Stück in der Dimension. Die sollen dann den administrativen Aufwand auch haben, denn es ist wirklich, ich Ja, verstehe also das nicht ganz. Und keine. der Punkt ist auch, dieser Muss ja Passus kommt noch. nicht von der EU. Das hat nur die Schweiz. Das haben die Nein, anderen Länder nicht. nee, die personenbezogenen Daten ist schon auch in der EASA-Regelung. Aber nicht, dass die Drohnen registriert werden müssen unter 250 Gramm. Das steht da nicht. Sofern Sie Sensorik zur Erfassung der personenbezogenen Daten haben, ist das schon auch von der EASA geregelt. Jede Drohne unter 250 Gramm muss im gesamten europäischen Raum registriert werden. Mit einem Sensor zur Ja, Erfassung jede zusammenbezogen. FPV-Drohne. Okay. Genau. Korrektur noch schnell, also nicht jede Drohne muss erfasst werden, sondern immer nur der Betreiber. Also wenn du 10 Drohnen hast, dann reicht es, wenn wir dich registrieren, und dann kannst du 50 Drohnen Das ist betreiben. aber ein sehr wichtiger Punkt, denn das ist so nicht ersichtlich und das habe ich gehofft, dass wir da enden, denn der Titel, der Kommentar, den das Batzel da gemacht hat, war explizit auf die Drohnen, dass die ohne Einschränkung betrieben werden können, außer sie sind mit einer Kamera ausgerüstet. Und wenn ich mich als Pilot sowieso registrieren muss, nicht, dass das etwas bringt, in diversen Ländern sind sie ihre Registrierung schon wieder über den Haufen am Werfen, weil es nicht funktioniert. Das ist ein eigenes politisches Ding, aber ich fände es vom Aufwand für alle Beteiligten wirklich sehr sinnlos, wenn man diese ganzen Mini-Dinger auch Ja, registriert. Beim aber Piloten ist es etwas anderes. die Medienmitteilung sagt schon, Registrierungspflicht sind auch die Besitzer von Drohnen unter 250 Gramm. Das haben Sie schon richtig formuliert. Das ist gut. Ja. Ja. Aber der Passus ist da ein bisschen unklar, den Sie in Ihrer Medienmitteilung haben. Denn da sprechen Sie ja explizit über das Gewicht der Drohnen, die ohne Einschränkungen betrieben werden können. Heißt es dann, dass
dass das hier mehr darum geht, dass wir einen Spotter brauchen, auch unter 250 Gramm zum Beispiel? Geht es mehr darum, dass die... Ja, auch dort natürlich ist sicher der Punkt Sichtkontakt. Möglichst, wenn die Drohne unter 250 Gramm geflogen wird, wird es wahrscheinlich auch dort einen Spotter benötigen. Konsequenterweise auch so, ja. Dann ist es wahrscheinlich eher der Punkt. Genau. Ja, also der Hauptpunkt ist schon natürlich, eben sobald sie personenbezogene Daten aufnehmen kann, muss die Registrierung erfolgen. Und das andere ist dann eigentlich eine Flugvorschrift, oder? Aber die Registrierung des Piloten. Hinsichtlich des Sichtkontakts, ja. Nicht der einzelnen Drohne. Genau. Die Besitzer der Drohne, dieser muss registriert werden. Der Punkt, warum ich da so drauf rumreite, ist halt, weil wir unsere Dinge selber, die Drohnen selber bauen, ist schon das dann wieder sehr schwierig von der Definition. Was ist dann die Drohne? Ich habe jetzt die Motoren von Drohne A auf die Drohne B rübergebastelt. Muss ich jetzt die neu registrieren? Ist das wieder dieselbe? Ist das eine andere? Das ist eine Büchse der Pandora, wenn man das so genau machen will. Beim Piloten ist es ziemlich klar und relativ einfach. Das schon. Die Drohne muss dann registriert werden. Der Besitzer muss registriert werden, genau. Okay. Sehr gut, danke. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Klärung, dass wir das ein bisschen klar gemacht haben. Dann ein paar allgemeine Fragen zu dem Ganzen. Wie ist das mit Indoor-Fliegen? Gerade viele von den Kleindrohnen werden Indoor geflogen, also sprich in einer Turnhalle oder bei jemandem zu Hause, die sind so klein, die gehen problemlos drin. Die Gesetze gelten nur für draußen, ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Also alles, was Indoor-Flug ist, ist eigentlich nicht betroffen, oder? Ist natürlich auch wichtig für die FPV-Szene, da ihr nicht so eine große Höhe braucht. Also man kann natürlich da, wenn man die richtige Halle findet, vielleicht auch eine Dreifachturnhalle, kann man natürlich das ganze Regulatorium aushebeln, indem man in der Halle fliegt. Das gilt explizit nicht für Indoor-Flugtätigkeiten. Ja, okay. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, ja. Ja, ne? Absolut. Ja, muss ich ja gerade bei den Racetracks zukünftig eben die Gedanken machen, wie man das umsetzt. Und da ist nicht die Halle. Indoor ist ein wichtiger Punkt, oder? Man kann sich da schon dann mehr Freiheiten erlauben in dem Sinne. Aber, ja, man kann sich da selbst organisieren, sozusagen. Okay, sehr gut. Dann der nächste Punkt, ich denke, das kannst du wahrscheinlich nicht wirklich direkt beantworten, aber das ist doch eine Frage, die auch mehrfach gekommen ist. Ist es angedacht, eine Art Führerschein anzubieten? Bei den Amerikanern gibt es den sogenannten 107, also der 107er. Das ist ein kommerzieller Schein mit Prüfung. Das sind Teile drin von einer kleinen Flugzeugprüfung, wie das auch immer genau heißt, aber die dürfen dann klar mehr, haben auch mehr Pflichten und Verantwortung. Das ist gedacht für den kommerziellen Flug, aber haben auch viele FPV-Piloten gemacht, weil die Definition auch schwierig ist, denn es heißt kommerziell, sprich wer Geld macht, und dann machen die YouTube-Videos, und in YouTube-Videos verdient man mit der Werbung Geld, also könnte man theoretisch das als kommerziell anschauen, und das hat dazu geführt, dass viele Piloten diesen Schein gemacht haben. Wird es etwas so für uns vielleicht auch geben? Ich denke, es gibt schon diverse Leute, die Interesse daran hätten, mehr zu tun, eine richtige Prüfung, eine... Ja. Also die meisten Piloten sind ja eigentlich in der sogenannten Open-Kategorie zu Hause. Und dort wird dieser Online-Test sicher genügen, oder? Und die Open-Kategorie ist ja aber nicht die einzige Kategorie. Es gibt ja darüber hinaus die Specific und dann die Certified-Kategorien. Und dort ist natürlich dann der Unterschied, dass die Sicherheit nicht über die Art der Drohne oder des Fluggebietes sichergestellt wird, sondern dort werden dann auch Anforderungen an die Piloten gestellt. Das ist dann an der Flughöhe etc. Das sind dann einfach professionellere Anwendungen natürlich, die darunter fallen. Und wie das dann dort geregelt wird, natürlich eben kommt der Pilot ins Spiel, dieser muss eine Erlaubnis erlangen können. Wie das genau aussieht, kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Oder ob das dann ähnlich wie in den USA geregelt wird. Aber sicher ist, dass dort der Pilot natürlich ins Spiel kommt.
und generell oder halt operationsspezifisch eine Bewilligung erhält. Und es ist natürlich auch da zu hoffen, dass das möglichst einfach und schlank dann erlangt werden kann. Aber dort kommen dann eben die Anforderungen an den Piloten vermehrt ins Spiel. Und die Drohne an sich kommt von einem Standard weg oder zum Standardmäßigen. Oder auch das Risiko der Operation spielt eine Rolle. Also wo fliegt dann der, was macht er, ist da im Gebiet in der Nähe. Das sind dann zum Beispiel eben Anwendungsbeispiele, wenn man die Street Parade filmen will, etc. Oder sonstiges. Oder dort kommt sicher der Pilot ins Spiel. Und dort ist sicher auch eine Möglichkeit, dann vorzusehen, dass es wie eine Bewilligung gibt, natürlich, ja. Okay. Aber es ist spannend, denn es hat schon auch Interessenten gegeben, die vielleicht aus dem Hobby mehr machen möchten oder Interesse daran hätten, das ins Professionelle rübergehen zu lassen. Und im Moment ist das eine große Blackbox für die meisten. Ich denke schon, dass es da etwas gibt. Man sieht immer mehr Drohnenaufnahmen, auch im Schweizer Fernsehen und so weiter. Und die werden das ja auch irgendwie geregelt haben. Aber ich denke, da ist es schon gut, wenn es einen klaren Weg gibt, der den Leuten dann auch bewusst ist, wenn ich das machen möchte, muss ich, wenn ich jetzt diesen Schein mache, dann darf ich und so weiter. Das ist sicher etwas Positives. Ja. Eben, das ist halt ein bisschen anderer Bereich, also die Open-Kategorie, Modellflug, auch FPV, das ist Sport, das ist Hobby und dann die professionellen Drohnenbetreiber, die Drohne als Werkzeug benutzen, also für die Herstellung von Kamera, Videoaufnahmen, das ist natürlich eine andere Geschichte dann, oder? Und wichtig für uns Modellflugverband ist natürlich eben Sport und Hobby natürlich, oder? Das steht bei uns im Zentrum und darum sind wir vor allem natürlich im Bereich Open Kategorie, weil das uns eigentlich betrifft, oder? Und Specific und Certified, das sind dann ziemlich andere Geschichten nochmal. Oder? Ja, okay. Du hast vorhin schlank angesprochen und möglichst einfach. Weiß man schon etwas, ob das kosten wird? Die ganze Registrierung der Piloten und die Tests und so weiter, kostet das? Und wenn ja, weiß man schon wie viel? Ja, also ausschließen kann man es nicht. Das kann gut sein. Es verursacht natürlich Aufwand. Und dann kann natürlich auch eine Gebührenpflicht in Frage kommen. Die wird sicher tief gehalten werden. Wir vom Schweizerischen Modellflugverband versuchen natürlich auch, möglichst eine einfache und kostengünstige Registrierung. Gerade natürlich für Verbandsmitglieder. Es sind ja sowieso alle registriert. Dass man hier eine Art ein bisschen Automatismus reinbekommt, wo man das fast nicht mehr bemerkt, oder? Aber ausschließen kann man es nicht. Ja. Also okay. Es gibt sicher eben, wie gesagt, also sämtliche Mitglieder sind eigentlich schon registriert und wenn man da eben das verknüpfen kann und Ressourcen teilen kann, wäre das natürlich ideal. Und wir versuchen natürlich auch, diese Möglichkeit dann für Nichtmitglieder anzubieten. Wie das dann aussieht, müssen wir auch noch schauen. Ja. Wie viele Mitglieder hat der SMV? So gut 8000. Und okay. Ja. Spannend, denn bei den Drohnen weiß man das nicht so ganz genau. Ich hatte da ein lustiges Erlebnis. Ich habe an einem Dachverbandsmeeting, da warst du auch dabei, habe ich gefragt, was denkt ihr, wie viele Piloten gibt es? Und wie aus der Kanone kamen zwei Antworten. 50 und 2000. Ja. Irgendetwas dazwischen wird es wohl sein. Vielleicht gibt es mehr als 2000. Aber es ist spannend auf jeden Fall. Es konnte bis jetzt, glaube ich, nicht wirklich gezählt werden. Ja, also Mitglieder können wir natürlich zählen, aber wir gehen auch klar, aus, eure schon. Das sicher nochmal, also Modellflieger, das wahrscheinlich nochmal ca. 8000, die sonst organisiert sind. Ja, ich hatte auch mehrere Jahre mit ein paar Kollegen Modellflug betrieben und war nicht Mitglied in einem SMV-Verein, von dem her. Ja. Jetzt noch kurz. Das Interview besteht aus vier Teilen. Weiter geht es im dritten. Aber ich glaube, es ist gut, wenn du dazu eine Stellung nimmst und mal eine Aussage machst.